Entlebucher Alpabfahrt wird Ihnen präsentiert von der Luzerner Kantonalbank. Seit 125 Jahren mit Herzblut da für Ihre Kundinnen und Kunden im Entlebuch. Kistag Dekopack AG. Fidiorulla Entlebucher Pasta. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Entlebucher Albabfahrt 2019. Ich bin mir sicher, es ist eine der schönsten Schweizer Traditionen, die es gibt. Und darum freue ich mich umso mehr, dass es die jetzt eben auch das erste Mal live im Fernsehen gibt. Natürlich hier bei Ihrem Zentralschweizer Fernsehen Tele 1. Ja, wenn ich so hinterher schaue, Sie sehen es schon, die Strasse die ist gesperrt. Wir haben das ein oder andere Jodelchörli, wo man Klänge hier schon gehört durch Schöpfen. Tönen. Und vor allem, das kommen Sie daheim leider nicht mit über. Es liegt einen ganz speziellen Geschmack in der Luft. Und zwar der nach Kaffee, Schnaps und Alpkäse. Ja, und auch am Strassenrand sind es schon tausende Leute, die gespannt warten auf das, was dann hier in der nächsten Stunde passiert. Alles rund um die Entlebucher Alpabfahrt gibt es selbstverständlich auch auf unserem Social Media Kanal. Das ist unter anderem Facebook, Twitter oder Instagram mit dem Hashtag Alpabfahrt1. Können Sie uns dort erreichen. Und da gibt es natürlich das eine oder andere Spannende, das man dort erfahren kann. Ja, und auch wir können es vor Spannung kaum erwarten, bis dann die verschiedenen Älplerfamilien mit ihren Tieren hier bei uns vorbeikommen. Weil man muss schon sagen, die Entlebucher Albabfahrt, die hat einen gewissen Mythos, den sie so ein mit sich bringt und ist einfach eine Tradition für gross und klein. Der Alpsommer ist vorbei. Zeit für die Älpler mit ihrem Vieh zurück ins Tal zu gehen. Seit 16 Jahren macht Schüpfen aus der Alpabfahrt ein riesiges Volksfest. Im Dorf werden die Familien von 7 Alpen aus der Umgebung herzlich empfangen. Jahr für Jahr kommen über 10'000 Zuschauer an das Spektakel. Die Alpabfahrt im Entlebuch. Eben mehr als nur ein Heimkommen nach dem Sommer. Wie schön der Sommer doch ist gsi. Ja, die Entlebucher Alpabfahrt zum ersten Mal live im Fernsehen. Und auch wenn Sie jetzt daheim eben vor dem Fernsehen sitzen und sagen, ich bin eigentlich ein absoluter Alpabfahrtsneuling, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben nämlich 2 kompetente Kommentatoren, die Sie durch die Alpabfahrt 2019 durchbegleiten. Das ist zum einen unser Thomas Erni und zum anderen ein waschechter Entlebucher, der Theo Schneider. Ich wünsche jetzt schon ganz viel Vergnügen. Ja, danke Fabienne und einen schönen guten Morgen Theo. Ja, ich würde sagen, der Petrus ist ein Entlebucher. Wenn wir hier an die Berge hinterher schauen, wenn wir an den Himmel schauen, den blauen Himmel, die Sonne scheint, was wollen wir mehr? In der Tat, das ist ein ganz grossartiger Tag heute, schon vom Wetter her und natürlich die Leute, die hier bereits parat sind, um den Umzug hier zu erleben. Ja, und jetzt ist ein bisschen der Vorgeschmack, den wir hier erleben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es sind ja die Älpler-Familien, die heute im Zentrum stehen, hier aus der Umgebung, wo sie von ihren Alpen oben runterkommen, zurück ins Winterquartier, hier auf Schüpfen runter. 7 Älpler-Familien sind es, die wir hier live werden begleiten auf ihrem Weg ins Tal. Das sind von 10 km bis weit über 25 km, die hier zu Fuß zurücklegen. Und bevor die Familie kommt, sehen wir jetzt dann bald die verschiedenen Folklore-Gruppen. Und den Anfang macht dann die Älplerbruderschaft Salwideli und Umgebung aus Sörenberg. Ja, Theo, zuerst zu deiner Person. Du bist der Direktor der Biosphäre Entlebuch. Für die Leute, die da nicht so kundig sind, was heisst das ganz genau? Die UNESCO Biosphäre Entlebuch ist eigentlich eine Art Modellregion, wo wir versuchen, die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Das heisst, ganz einfach eine Modellregion für nachhaltiges Leben und Wirtschaft. Also Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sollen etwa in einem gesunden, guten, ausgeglichenen Verhältnis sein.
Wir sind 2001 sind wir anerkannt worden von der UNESCO als Biosphärenreservat und nachher 2007 als erster Schweizer Naturpark. Ja, und du bist Direktor von der UNESCO Biosphäre Entlebuch. Heute haben wir die 16. Entlebucher Alpabfahrt. Und du bist bei den allerersten auch mit dabei gewesen als Zuschauer. Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, das kann man nicht mehr vergleichen. Wie war das damals gewesen? Nein, überhaupt nicht. Zuerst ist eigentlich darum gegangen, die Alperabfahrten miteinander zu koordinieren. Also mal einen gemeinsamen Auftritt zu machen, gemeinsam auf Schöpfen einzulaufen. Das war eigentlich das Ziel gewesen. Da hat es natürlich nicht so viel Publikum gegeben. Die Abfahrt, die Alpabfahrten hat es natürlich früher schon gegeben. Die Leute sind einzeln gegangen. Die Alper haben sich wohl untereinander ein bisschen abgesprochen, wer wann geht, aber nicht miteinander. Und heute, wenn wir natürlich gemeinsam auftreten können, ist das ein ganz gewaltiges Bild, das sich da bietet. Ja, der Speaker hat vorhin gesagt, ja, die Entlebucher Alpabfahrt, die 16. kommt zum ersten Mal auch live im Fernsehen. Und dann haben wir schon ein bisschen Angst gehabt, es hat dann weniger Zuschauer. Aber wenn ich hier umschaue, ist glaube ich, das ganze Entlebuch da, 17.000 Einwohner hat das Entlebuch. Also das sind weit über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und eben nicht nur aus dem Entlebuch, die hierher kommen. Ja, es kommen sehr viele Leute auswärts her oder auch solche Leute, die Bezug haben zum Entlebuch, sind das Verwandte, Bekannte, wo man sich auch da trifft, an der Entlebucher Alpabfahrt. Interessant ist auch, dass man schätzt etwa Grössenordnung wieder etwa 12.000, die es bis jetzt gehabt hat. So, wenn ich die Leute hier unten sehe, muss ich sagen, das wird auch heuer wahrscheinlich so sein. Interessant ist dort, dass etwa rund 7.500 doch mit dem öffentlichen Verkehr durch Jahr reisen. Ja, und jetzt sehen wir sie da, den Einzug von der Folklore-Gruppen. Und da sehen wir Blaskapelle, Schöpfig, Lüpfig im Hintergrund. Und laut dem Programm Nummer 1 wäre die Alpenbruderschaft Salwideli und Umgebung. Sind jetzt die da hinten dran nachher? Haben sie jetzt getauscht, oder? Nein, die kommen gerade voraus. Man sieht dort die Fahnendelegation mit den Fahnen von der Alpenbruderschaft an der Spitze. Also ich bin froh, dass ich dich als Experte, als Entlebucher. Ich bin auch ein waschechter Neuling hier bei der Alpabfahrt, im Gegensatz zu der Fabienne, die wir vorhin gesehen haben, unsere Moderatorin, die ja da sogar schon mal mitgelaufen ist, die ganzen 25 Kilometer und dann doch die ein oder andere Blotter gegeben hat an den Zehen. Ja, so genau weit mussten die jetzt nicht müssen laufen. Die sind da kurz vor dem Dorf eingestiegen mit der Delegation von der Alpenbruderschaft Salwide. Alpenbruderschaften, das sind das Vereinigungen, die nebst dem weltlichen Zweck, also dass man regelmässig einmal zusammenkommt, auch natürlich eine religiöse Betätigung, die das einschließt. Und da gibt es in den Statuten von so Alpenbrudergemeinschaften eine ganze Zielte von Aufgaben, die die eigentlich, eigentlich erfüllen sollten, wie zum Beispiel das tägliche Gebet, den Sonntag zu heiligen, also dort nicht zu arbeiten, möglichst am Sonntagsgottesdienst Stell zu nehmen und natürlich auch den Betruf zu rufen. Und der wichtigste Punkt ist ganz sicher, und das wird auch so gelebt, dass wenn es einem Alper schlecht geht oder auch Pech hat im Stall, dass man sofort geht helfen kann. Das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck der Alper-Bruderschaft. Ja, und hier sehen wir Blaskapelle Schöpfig, Lüpfig, wo jetzt der Neuss gerade werden das Ständchen zum Besten geben. Ich würde sagen, hören wir doch Ihnen einmal zu.
Blaskapelle, Schöpfig, Löpfig, Ausschöpfen. Entstanden sind sie aus der Schächli-Musik. Schächli, das ist ein Quartier, Schöpfen. Und später hat dann die Formation Zähnermusik Schöpfen geheissen. Und seit 1999 haben sie eben den Namen Blaskapelle, Schöpfig, Löpfig. Und die sehen wir etwa die einmal hier, die Schöpfen unter dem Jahr. Ja, die sieht man ab und zu mal. Sie haben ein grosses Repertoire an Schlager- und Volksmusikmelodien. Und sie eigentlich weit über die Region heraus bekannt und unterwegs. Auch bei Flussfahrten, wo sie schon mitgemacht haben. Ich glaube, die verstehen nicht nur Musik zu machen, sondern auch das Festen. Und da sehen wir schon die Nächsten im Bild. Das Fontanenchörli aus Schöpfen. 1991 gegründet. Und sie pflegen vor allem alte Lieder und den Naturjadel. Und auch ihnen können wir jetzt mal zuhören. Und das Fontanenchörli Schöpfheim, die sind auch immer erfolgreich unterwegs an den zentralschweizerischen und eidgenössischen Jodlerfest. Sie sind auch viele Gastclub an Fest in der ganzen Schweiz. Es ist ein reiner Männerclub. Jetzt haben wir etwa 16 Jodler gesehen. Etwa sind natürlich engagiert, selber am OK oder auch in der Alpabfahrt selber, wo Fee haben. Sonst hat die Formation 20 Jodler. Ja, und da sehen wir schon die nächste Formation. Die Alpenbruderschaft Feisterwald, gegründet 1958, haben im letzten Jahr 60-Jahre-Jubiläum gefeiert. Im Einzugsgebiet von der Alpenbruderschaft Feisterwald sind etwa 25 Alpen. Etwa 300 Mitglieder hat die Bruderschaft, wobei etwa die Hälfte aktiv mitmachen. Interessant ist, dass der letzte Oktobersonntag findet im Feisterwald immer das Erntedankfest statt. Und die Generalversammlung ist am Bettagabend, wo dann auch ein bisschen gefeiert wird. So, jetzt haben wir Formationen von einem gehört, musikalische Klänge ausschöpfen. Und da haben wir die ersten Gäste. Jodlerclub Alpenklang aus Brunnen. Am 8. Februar 1953 sind sie im damaligen Restaurant Frohe Aussicht in Ingebol gegründet worden.
Der Jodelclub Alpenklang aus Brunnen. Ja, natürlich auch eine besondere Ehre, wenn man aus einem anderen Kanton hier auf Schöpfen kommt und hier mitmachen bei dieser Entlebucher Alpabfahrt. Ja, das ist jetzt ein Gastclub bei uns. Der Jodelclub Alpenklang-Brunnen ist ein relativ kleiner Club mit 17 Jodlerinnen und Jodler. Und seit 28 Jahren dort Rita Erler den Jodelclub dirigieren. Der Verein ist sich natürlich gewöhnt, vor Publikum zu jodeln und zu singen. Kommt von Brunnen und hat natürlich dort auch recht viele touristische Auftritte. Was interessant ist immer auch natürlich, dass sie sehr stark den Muttertaler Jutz pflegen. Ja, und da sehen wir schon die Nächsten, die sind wieder hier aus der Umgebung. Kinder, Trachtengruppe, Schöpfen und Entlebuch. Ja, das sind Buben und Mädchen, so grössenordentlich zwischen 15 und 16 Jahren, die hier in der Kindertrachtengruppe mitmachen. Die proben zweimal in der Woche und wird sehr stark auch unterstützt von der örtlichen Trachtengruppe. Und das fördert natürlich den Nachwuchs in der Region. Natürlich. Wie steht es um den Nachwuchs im Entlebuch in Sachen Folklore? Der sieht ganz gut aus. Beim Trachtenwesen hat man immer ein bisschen Mühe, die Leute zu begeistern. Ich denke, man muss sehr jung anfangen mit dem. Andere Sparte, ich denke, ihr geht zu jodeln. Das baumt ihr. Ich denke auch das Alphornblasen, das wir nächstens auch werden erfahren. Das ist natürlich etwas, das sehr, sehr beliebt ist. Und inspiriert wird natürlich auch von anderen Musikrichtungen. Also das Entlebuch sieht man ja auch, es ist das klingende Tal. Und wenn man sieht, dass das Entlebuch selber 18 Jodelclubs hat und unzählige Musikgesellschaften, Brassbands, kann man schon sagen, das ist in der Tat das klingende Tal eigentlich eine ganz grosse Hochburg von der Volksmusik. Ja, und da hören wir ein weiteres Beispiel, der Jodlerclub Flüeli. Jodelclub Flüeli tut sehr stark natürlich die Naturjodel fördern. Also traditionelles Liedergut. Und das ist ja auch ein reiner Männerclub. Ist relativ gross mit 28 Jodlerinnen und Jodler. Und da kommt die nächste Elplerbruderschaft Fürstein, die 1964 ins Leben gerufen worden ist. Und hinten nachher bereits der nächste Jodlerclub bei der Gast. Aus Ebiken, der Jodlerclub Rotsee. Der Club feiert heuer 70-jähriges Jubiläum. Und das ist wahrscheinlich der Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Jodlerclub Rotsee Ebiken. Nach dem Jodlerclub Rotsee Ebiken kommen eben die du angesprochen hast, wunderschön mit ihren Alphörnern, die Alphorngruppe Entlebuch. Ja, die Alphorngruppe Entlebuch die gehört zur Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung Amt Entlebuch. Die Vereinigung hat etwa 100 Mitglieder und 22 davon bilden hier die Alphorngruppe. Ja, jetzt wollte ich sagen, schade, dass sie eigentlich durchlaufen, aber jetzt will es uns eins. Wunderschön.
Da sehen wir jetzt ganz aussen, haben wir gesehen, den Hermann Studer. Der Hermann Studer ist eine ganz wichtige Person im Alpenblasen, ein grossartiger Komponist und eigentlich auch ein bisschen der Übervater von der Alpenblasenvereinigung. Ja, wunderschön und einen grossen Applaus von den weit über 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauern hier der 16. Entlebucher Alpabfahrt. Alphorn-Gruppe Entlebuch, sie gehört zur Alphorn-Blöser- und Fahnenschwingervereinigung vom Amt Entlebuch, hat 22 Mitglieder und im ganzen Entlebuch hat die Vereinigung 100 Mitglieder, also da muss man keine Angst haben um den Nachwuchs in Sachen Alphorn-Blöser. Nein, und wir haben sehr gute Alphorn-Lehrer hier in der Region. Ich denke, wie gesagt, schon der Hermann Studer, die ganze Familie Wicker, die sich hier gross engagieren. Der Hermann Studer ist selber Träger des goldigen Violinschlüssel. Also wirklich eine Kapazität in der Volksmusik, wo wir übrigens noch mehr haben. Wir haben auch den Franz Stadlemann als Träger von der grössten Schweizer Volksmusik-Auszeichnung und jetzt der Rudi Ränkli, der heuer eigentlich den goldenen Violinschlüssel bekommt. Also man sieht auch hier, da hat es viele Leute im Hintergrund, die eigentlich das klingende Tal ausmachen. Ja, und all die Folklore-Gruppen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir hier jetzt gesehen haben im Einsatz, die sehen wir dann am Schluss noch einmal nach der grossen Alpabfahrt. Der Gesamtchor auf den Kirchensteigen nach dem letzten Alpen formieren sie sich dann dort. Und auf das freuen wir uns natürlich auch, wie wir uns ganz speziell jetzt dann darauf freuen, auf die einzelnen Alpler, die da uns vorbeiziehen. Sieben sind es und Familie Distel. Sie wird hier in wenigen Augenblicken hier durchs Dorf schüpfen ziehen. Und wir gehen jetzt kurz ab zu einem Interview zu Fabienne Dammert. Ja, und bei mir steht der Mann, der probiert, die Alpabfahrt so gut wie möglich zu koordinieren. Der OK-Präsident Bruno Hafner. Bruno, kann man überhaupt so etwas organisieren und koordinieren, wenn die mit im Spiel sind? Ja, es ist so, wir sind absolut sehr gut im Zeitplan. Wir können das koordinieren. Und wir haben natürlich sehr gute Alpen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Die kommen fast wie eine
Schweizer Uhr, pünktlich auf Minuten. Eben, du hast jetzt vorhin gesagt, es geht genau noch 3 Minuten, bis die erste Alpler-Familie mit ihrem Vieh hier bei uns ankommt. Also ich glaube, das ist besser als bei manchem anderen Umzug organisiert. Steckt aber auch eine Menge Arbeit dahinter, oder? Ja, es ist so, es sind natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die zusammenspielen. Das Wetter spielt eine Rolle, wie man startet am Morgen. Aber es ist wirklich, wir sind absolut im Zeitplan und so circa 2-2,5 Minuten laufen die erste Alpler Familie Tischl da durch bei unserem Dorf. Da sind wir spätestens dann weg. Vorher würde mich aber noch interessieren, was es für dich bedeutet, die Alpabfahrt Entlebuch. Du bist zwar ein bisschen im Stress und musst alles koordinieren, aber kannst du es ein bisschen geniessen? Ja, ich kann es absolut geniessen. Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wunderschön. Es ist ja nicht nur der heutige Tag, wo man irgendwie schon dran ist, sondern man hat das ganze Jahr Kontakt mit dieser Alpenfamilie. Ich war gestern in allen Alpen gesehen und das ist etwas Wunderschönes, ja, was Freude macht. Und was auch faszinierend ist, wie sich das entwickelt hat mit dieser Entlebucher Alpabfahrt. Eben vor ein paar Jahren noch ganz klein, aber fein. Und jetzt tausende Leute am Strassenrand. Was glaubst du, was macht es aus, dass so viele Leute vorbeikommen? Ja, ich habe das Gefühl, es ist das Brauchtum, es ist Kultur. Die Leute haben länger mehr Interesse und natürlich auch die wunderschöne Stimmung in dieser wunderschönen UNESCO-Biosphäre. Was wünschst du dir für heute noch, ganz persönlich, Bruno? Also, ich sage immer, eine gute Alpenfahrt ist die, wenn die Alpler mit den Kühen gesund und zweg daheim sind. Und dann bin ich der glücklichste Mensch. Aber sobald die eben daheim sind, geht es da noch so richtig los. Also nach dem Abzug oder nach der Abfahrt geht da noch niemand heim. Nein, also nach der Alpenfahrt sind natürlich die Leute noch da. Es wird dann rausgetischt, die Strasse. Nein, das Fest geht weiter. Und wir sehen uns spätestens nach der Abfahrt noch einmal für eine kleine Bilanz. Jetzt lasse ich dich aber arbeiten und hoffe, du kommst gleich auch noch etwas mit über. Danke vielmals, merci. Ja, und ich schaue so mal ganz schüch Richtung hinterher. Also wenn am Bruno Hafner, am OK-Präsident, sein Zeitplan tatsächlich stimmt, dann würde ich sagen, etwa in einer Minute kommt hier die erste Alpler-Familie mit dem Vieh, mit den Tieren vorbei. Und darum bringe ich mich in Sicherheit. Von den Alpen oben kommen sie ins Tal, die einzelnen Alpler. Und der Bruno Hafner hat es gesagt, Familie Distel von der Alp Hintersteinetli aus Sörenberg wird da in wenigen Augenblicken eintreffen. Ja, letzte Nacht war wie ein Marathon in der Leichtathletik. Und auch die Alper haben fast einen Marathon zurückzulegen. 30 Kilometer ist es da. Bis Graben, Doppelschwand. Eine Riesenstrecke, die da mit dem Vieh zurücklegen muss. Ja, das ist der Alper, der eigentlich am weitesten hat von der Distanz her. Der startet im Hintersteinetli Sörenberg. Das ist am Fuß vom Brienzer Rothorn. Er kommt das ganze Marientau führen auf Schöpfen. Schöpfen liegt etwa auf 700 Meter über Meer und geht dann nachher weiter nach Doppelschwand. Also tatsächlich 30 Kilometer. Und wir konnten nachher wieder frisch aufbauen. Da hinten sehen wir sie langsam am Einlaufen. Ja, die einen die sind ja hier die Schöpfe daheim. Die haben den Feuer oben und er muss eben noch auf Doppelschwand weiter. Ja, er läuft dann noch ein bisschen weiter. Und ich denke, wenn er das Vieh versorgt hat und daheim hat, wird er sicher auch noch einmal zurückkommen auf Schöpfe und da ein bisschen helfen festen. Dort sehen wir sie eingeblendet von den Alp Hintersteinetli Sörenberg kommen sie. Die Familie Distel. Sie haben einen Profizuchtbetrieb und machen Alpkäse. Ja, seit 1974 sind die Brüder Rudi und Franz Distel da auf der Alp. 2013 ist Andreas Distel dazugekommen. Und der Eigentümer von dieser Alp ist ein Berner, Peter Klönzli von Hildubank. Und der Alpler Franz der besorgt einerseits das Vieh vom Eigentümer, der dort oben hat, auf der Alp, Hintersteinetli, aber auch das Vieh aus dem Talbetrieb von der Familie Distel im Graben, das Doppelschwand. Ja, und man sieht, die Kühe die haben präsent, also die merken, es geht heim zu. Ja, das ist erstaunlich. Man sagt immer, ja, am Anfang mögen die Idee schon gehen und dann wird es ein bisschen langsamer. Aber
man sieht, dass eigentlich das Tempo immer konstant eingehalten wird. Sonst könnte man es nicht so gut berechnen. Oder? Und das Fee, das wirklich haben, das spürt man halt. Ja, es ist wirklich unglaublich. Es ist wie ein Busfahrplan, wenn man hier liest. Ich habe hier die einzelnen Zeiten, wo die Familie Distel hier durch Schöpfen gelaufen ist, von 2013 bis 2018. Das ist immer innerhalb von nur 5 Minuten. Also im 13. sind es Punkt halb 12 gekommen. Letztes Jahr war es um 5 vor halb 12 gewesen. Und jetzt haben wir 1 Minute nach der halben 12. Also der Taktfahrplan stimmt. Ja, das zeigt natürlich einerseits auch die Disziplin der Elfer, oder? Dass wir sie koordinieren müssen, wo wir sagen, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben oder ein bisschen zurückhaben. Manchmal ist es machbar. Und das zeigt natürlich auch die präzise Organisation von diesem Organisationskomitee. Die Alpabfahrt, der krönende Abschluss vom Alpsommer. Aber es ist doch auch immer ein bisschen Wehmut dabei, wenn man so lange auf der Alp oben war und dann wieder ausgehen muss. Ja, das schwingt natürlich schon mit. Das geht im Frühling gerne nur auf die Alpen und irgendwann hat man es dann auch gesehen, wenn es kälter wird und dann auf den Herbst wieder runter will ins Tal. Die Alp hinter Steinli ist im 1999 noch zerstört worden durch eine Lawine. Am Brienzer Rothorn hat man dann wieder komplett aufgebaut. Und jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen modernisieren auf der Renault. Und wir warten auf die nächste Alp, auf die Alp Ebnistätte aus Hasle von der Familie Theiler. Und bis die hier eintrifft in Schöpfen, können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schnell am besten gerade die Werbung schauen oder sonst schnell an den Kühlschrank oder an die Kaffeemaschine. Und wir haben überhaupt keine Probleme. Andere ganz herzlichen Dank.